Mal schauen, ob das was geholfen hat. Im Übrigen, die vier Auspuffe so ausrichten macht eigentlich nur Envia Booster. Ja, mit Arcade geht es viel besser. Da habe ich nicht so viel Grippe, welcher verloren geht. Ob das der in der Kurve gewonnen hat, ist unglaublich. Übrigens, realistisch sind so Zeiten um die 1,45 herum. 1,40 ist schon sehr schnell. Wenn man mit einem Motorrad schnell fährt, ist total unlogisch. Hat überhaupt nichts zu tun mit der schnellen Fahrweise von einem Auto. Offenbar muss man da wirklich ganz anders fahren. Zumindest in diesem Spiel von mir so. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine Zeit ich fahren muss. Ich war gerade mal 3 Zehntel schneller. Ich habe auf diese Runde weniger Fehler gemacht. Ist da richtig schnell. Ja, toll. Acht.
wir mal schauen, was das diesmal für eine Runde. Egal wie ich fahre, ich bin zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber nicht unbedingt schnell. Da gewinnt er locker eine Sekunde allein diese Kurve. Sogar noch mehr, wie man sieht. Viel verloren habe ich hier nicht in diesem Sektor. Leider hier. Und hier. Nächste halbe Sekunde habe ich runterringen können. Abgekürzt. Zumindest keine saubere Runde dort. Noch 2,3, immer noch. Nein, 49,9. Einfach unglaublich, was für Rundenzeiten ich jedes Mal hinknalle und wie ähnlich sie sind. Selbst wenn ich eine total andere Fahrrad verwende. Gut, die Kurven, das ist vollkommen egal, ich bin immer gleich schnell. Habe ich ein bisschen weniger verloren, würde ich mal behaupten. Na, trotzdem 1,3 Sekunden. Allein diese Kurve allein. Immer noch 2,3.
kurzzeitig war ich vorne. Das ist auch eine der Gruppen, wo ich einigermaßen aufholen kann. Hab danach keine Chance mehr. Da fährt er mehr oder weniger quer rein. Da habe ich überhaupt keine Chance. Wie auch immer er das macht. Das ist ein absolut Stop and Go. Ich treffe kaum den Scheitelpunkt einer Kurve. Selten, zumindest bei den Hardanen. Aber er ist extrem schnell damit. So schnell war ich in dem Sektor noch nie. So, jetzt habe ich fast nochmal eine Sekunde draufgepackt. 1,43 sind es nun. Scheint, als ob ich noch ein Stück näher gekommen bin. Knapp schnellste Sektor offenbar. War leider nicht schneller. Ja, okay, ich versuch's mal wieder zurück mit dem Hauptmenü. Mal schauen, ob ich überhaupt irgendwas freigeschaltet habe. Ja, 1,45. Aber ich muss irgendwie noch, trotzdem noch weiter nach, die Zeit noch weiter nach unten bekommen. Nur, wie weit? Wie weit muss ich das noch? Das ist die Frage. Mit der Schiebernau habe ich ja vielleicht schon. Ah, es war nicht viel, der ich gefehlt hat. Zum Glück sind die Zeiten einigermaßen human. Aber das muss ich jetzt einfach nochmal versuchen.